Moin Meisters, herzlich willkommen Freunde zu einem neuen Video. Heute gibt es mal wieder eine Minecraft Challenge, wie auch sonst eigentlich immer, lol. Aber Freunde, heute machen wir die wilde... Wie heißt es? Heißt es Schildkrötenhelm? Ja, auf jeden Fall machen wir heute die Schildkrötenhelm-Challenge. Wer als erstes diesen Schildkrötenhelm hat, hat die Challenge gewonnen. Man muss Schildkröten züchten, dann müssen die Eier legen, dann müssen die kleinen Schildkröten groß werden. Und wenn die groß werden, droppen die so eine Shell. Davon braucht man 5. Wenn man die 5 hat, muss man die einfach craften wie einen Helm. Dann hat man den Helm. Wer den als erstes auf dem Kopf hat, hat gewonnen. Das ist die Challenge, Freunde. Wenn euch die Videos gefallen, könnt ihr gerne ein Like da lassen, den Kanal abonnieren. Ihr könnt außerdem gerne auch auf Twitch vorbeischauen. Ich bin jeden Tag live. Was geht ab? Und wir fangen an mit dem ersten Try. Yalla, Abfall. Freunde, wir fangen an. Der erste Try geht los, der Schildkrötenhelm-Challenge. Wir brauchen natürlich erstmal Schildkröten natürlich, ne, damit wir die paaren können. Ich glaube, das funktioniert auch mit Seegras. Also man braucht Seegras, um die, glaube ich, zu paaren. Dann braucht man Seegras, um die Babys groß zu machen. Und ja, ich glaube, das geht so. Ich hoffe es. Also wir brauchen erstmal Schildkröten, dann Ei für eine Schere, am besten 2 oder so, damit wir uns Seegras en masse holen können. Und dann züchten wir die Dinger hoch. Aber ja, wir müssen erstmal gucken, ob wir das Ganze schaffen. Also man muss halt einfach schnell Schildkröten finden, ne. Das ist das Ding. Und da muss man halt auch Glück haben, wie schnell die Eier schlüpfen, weil das auch random ist, I guess. Aber wir suchen jetzt erstmal Schildkröten, machen uns Eisen, wir machen uns einfach Eisen. Wir suchen Eisen, Schildkröten, bub, bub, zack, zack, Seegras und dann Abfahrt. Man braucht ungefähr, um eine kleine Schildkröte groß zu machen, braucht man ungefähr, ich glaube, ein Stack Seegras, oder? Also 64 Seegras für, oder mehr sogar. Ich glaube, 1,5. Das ist echt krass, was die Dinger einfach so fressen, lul. Aber ja, mal gucken. Wir holen uns auf jeden Fall erstmal unseren Stuff und dann halten wir Ausschau nach den Dingern. So, Seegras Abfahrt. Dann holen wir hier schon mal Seegras und dann suchen wir die Schildkröten, die wir hoffentlich auch schnell finden, weil ich glaube, es kann schon ein bisschen dauern, bis diese Eier da schlüpfen. Ich google dann auch gleich mal, wie lange das dauert und so im Durchschnitt und dann können wir mal gucken, wie lange wir im Durchschnitt warten müssen, lul. Weil ich glaube, es kann echt ein bisschen länger dauern, bis diese Eier schlüpfen. Mehr! Okay, warte, wir brauchen Schildkröten aber. Sind die Schildkröten? Schildkröten? Schildkröti. Oh mein Gott, 3 Stück. Okay, wie machen wir das? Bup, bup, bup. Okay, wir brauchen mehr Sand. Nein! Du Sohn! Ey, ey, ey! Nicht ins Wasser! Wir müssen die einbauen. Es hilft nicht. Ey, Homie, wenn du King bist, bleibst du da drin, du Sohn. Okay, das passt. Okay, wir haben 3 Schildkröten. Das sollte, glaube ich, passen. So, funktioniert das jetzt hier so? Ja. Okay, die machen jetzt ein Kind. Warte. Ah, nee, die machen jetzt ein Ei. Okay, okay, so funktioniert's. So, die machen jetzt ein Ei. Und hier ist jetzt gleich ein Ei. Und in der Nacht, ich glaube, wenn Nacht ist, schlüpfen die schneller. Ja, ich glaube, so ist es. So, wir müssen jetzt warten, bis das Ei da ist. Ja, da ist es. Wie viel sind's? Es können bis zu 3, glaube ich, sein. Oder 5? Es ist auf jeden Fall 1, 2. Es sind 2, ne? Okay, es sind 2. Aber jetzt geht nichts mehr hier, ne? Okay, wir müssen jetzt warten, bis die schlüpfen oder bis wir die wieder paaren können. Ich glaube, wir suchen uns noch andere. Hier vielleicht so in der Nähe oder so. Und dann holen wir die hierher. Dann bauen wir die hier auch ein. Das wäre wild. Wir gucken mal. Hä? Die machen nochmal auf einmal. Warum macht der nochmal? Er macht direkt nochmal. Warte, ich mach mal das hier größer. Guck mal, die haben gerade gelegt. Habt ihr es gehört? Guck mal, nochmal eins. Ich mach mal hier wirklich größer. So, hier habt ihr ein bisschen Freiheit. Ja! So, wie viel sind jetzt hier? 2? Und sind es 3? Bitte sind es 3. Geh mal weg! Wir dürfen auch nicht draufspringen, sonst sind die Eier kaputt. Ja, es sind, also wir brauchen keine mehr. Es sind genau 5. Die müssen jetzt schlüpfen. Und in der Nacht ist es noch schneller. Okay, dann chillen wir jetzt einfach, I guess. Und holen noch ein bisschen Seegras ran, um die Kleinen dann groß zu machen. Ja, jetzt soll es aber gleich passieren. In der Nacht ist es halt viel schneller. Mal gucken. Es sollte halt jetzt echt schnell passieren hier. Mm. Habt ihr es gesehen? Es hat gecrackt. Nochmal. Junge, alle sind gerade einmal gecrackt. Nochmal. Ah! Okay, das ist krass. Das ist wirklich krass. Komm, du auch noch. 3, 2, 1. Warte, wie lange muss das Hatch? Bis 5? Also ihr seht hier rechts im Scoreboard. F3 hier. Hatch 2. Ich glaube, das muss auf 5. Oder auf 3? Ich weiß nicht, aber wir warten jetzt noch. Auf 3? Was ist Crack? Muss auf 3. Da muss noch mal einmal cracken und dann haben wir es. Ich war rausgetappt. Er hat den auf. Junge, wir waren so close. Wir waren so close. Unsere Eier hatten 2 Cracks. Es hat noch mal, beide hätten noch mal einmal cracken müssen, dann hätten wir es gehabt. Digga, so eine Scheiße. Aber wie schön ist dieses Dorf? Erstmal kurz Retalk. Junge, das Dorf ist überschön. Kranke Dorf und kranke Challenge. Digga, scheiß drauf. Komm, wir machen einen zweiten Try. Der Try war ein bisschen scuffed wegen Chunk-Laden auch und Shit. Deswegen jetzt Yalla Abfahrt. Zweiter Try. Wir werden der Meister des Schildkrötenhelmes. Yeah, was geht ab?
Okay, Freunde, zweiter Try würde ich sagen. Es geht los. Es geht wieder darum, Schildkröten zu finden. Deswegen, ja, wir suchen mehr, ne? Oh Mann, und hol auch wieder Eisen, ne? Ihr wisst, wie es läuft. Also wir holen wieder Holz ran, ne? Bup, bup, zack, zack, suchen uns ein schönes Meer, ein schönes Plätzchen. Und dann Abfahrt. Ich weiß nicht, kann man auch so Baby-Schildkröten finden? Wenn ja, wäre es wild. Dann kann man die einfach groß machen und dann wäre... Ah, Digga, das kann ich hier im Spawn vergessen. Da werden mir die direkt weggetötet. Wir holen erstmal Holz. Ey, by the way, wir finden gerade keine Schildkröten, ne? Hier ist überall mehr, aber hier sind keine Schildkröten. Am Anfang vom Spawn waren halt welche. Aber, Digga, das kannst du dir nicht antun da am Spawn. Da werden die dir wahrscheinlich sowieso weggetötet und random Sachen gemacht. Deswegen wollte ich neu suchen, aber ich finde keine. Ich finde keine Schildkröten. Und ich glaube, die ersten Leute züchten schon welche. Deswegen, ich glaube, wir haben hier keine Chance mehr in diesem Trial. Ich finde schon noch irgendwann welche. Guck mal, hier vorne sieht's so... Ja, oh mein Gott! So, Homies, kommt ran. Warte, wir müssen erstmal dieses Smelten für Seegras. Okay, die sind wild hier. Das sind 1000 Schildkröten. So, Jungs, kommt mal hier rein. Mal rein mit dir, du Sau. Ey, zack. Homie, du auch noch? Komm rein. Okay, dann holen wir jetzt kurz mal Seegras und lassen sie schon mal paaren. Bup, bup. Macht mal. Hier war noch eine. Kriegen wir die auch noch rein? Dann können wir nämlich zweimal direkt paaren und auch öfter dann später. So, rein mit dir. Du und du nochmal. Okay, die legen jetzt Eier. Wild, wild, wild. Okay. Ja, nach 10 Minuten Schildkröten. Gepaart ist okay. Wir warten jetzt, holen noch mal ein bisschen Seegras und dann gucken wir mal, ob das was wird hier. Es hat gecrackt! Es hat gecrackt! Es crackt! Okay, es cracken jetzt alle langsam. Okay, es wird wild. Es wird wild, Jungs. Gleich ist es soweit. Es geht los. Wie viel schluckt der? Eins haben wir. Wir haben eins. Hallo. Ich weiß nicht, ob ich ihn treffe. Okay, drei. Wir haben drei. Hä, warum drei? Jetzt er. Wir lassen die hier auch mal frei. Hier, die Großen können zum Beispiel schon raus. Geh mal raus jetzt. Hier, wir haben nicht mehr so viel Seegras. Digga, bitte. Ein paar von euch müssen jetzt raus. Oh, hier ist noch mal eine gewachsen. Ich habe vier. Und er hier noch. Komm. Jawohl. Boom. Wir haben es. Den Schildkrötenkopf. Digga, mit meinem Skin sieht der wirklich wild aus. Junge, zu krank. Wir haben's, Junge, mit der Schildkrötenkolonie hier drin. Jo, was geht ab, Freunde? Junge, aber wild. Ich dachte eigentlich wirklich, dass wir es nicht holen, weil wir am Spawn schon diese Dinger hatten. Und am Spawn halt direkt die Leute schon angefangen haben. Deswegen dachte ich nicht, dass wir es holen. Aber es ist wild. Ich würde sagen, wir machen noch einen Try. Weil das bockt eigentlich echt, diese Schildkröten zu suchen und dann halt zu warten. Ist richtig. Es hört sich dumm an, aber sobald es einmal crackt und dann die so voll zu pumpen, ist wild. Wir fangen an. Wir machen weiter. Dritter Try. Abfahrt. Okay, Freunde, wir fangen an. Dritter Try. Yalla, Abfahrt. Hier ist direkt ein Meer und hier ist auch so ein Dschungel auf ganz gaffte Basis. Ich würde sagen, wir fahren mit dem Boot erstmal hier weg. Ich glaube, das ist die beste Strat. Okay, dann machen wir uns ein Boot und fassen erstmal straight up weg und suchen was anderes. Okay, wir haben Schildis. Ich hoffe mal, dass wir die eingebaut bekommen und die nicht wieder wegschwimmen. Scheiße, wir haben eine. Wir brauchen noch eine. Digga, warum schwimmen die denn jetzt hier? Warte, ich hole mir kurz Seegras und dann locke ich die hierher. Okay, Homies, kommt ran. Ey, Schildkröte! Hierher? Digga, bist du dumm? Warte, aber welche von den zwei legt jetzt die Eier? Digga, hallo, was ist denn mit der? Jetzt komm rein. Achso, er liegt. Digga, dann bleib doch auch da drin jetzt. Okay, wir haben's. Puh, Junge, wie stressig. Okay, die ersten Eier liegen. Aber was machen wir jetzt? Ja, ich weiß keine Ahnung, wo die andere Schildkröte hin ist. Ich glaube, wir warten einfach, bis sie nochmal sich paaren lassen. Hä, wer ist er denn? Komm ran, mein Junge. Okay, dann haben wir jetzt zwei Eier. Also zwei, ne? Ja. Das ist eins. Scheiße. Das sind beides einer. Oh mein Gott, wir brauchen viel mehr. Wir machen mal das Gehege hier größer. So, Homie, leg jetzt drei Eier. Das wäre Pock. Okay, dann mach halt einfach nichts. Wollt ihr nochmal? Okay, keine Ahnung. Die machen jetzt. Ich gucke gleich nochmal, wie es hier aussieht wegen Eiern und so. Und dann holen wir jetzt ein bisschen Seegras. Abfahrt. Okay, wir haben genug Eier und die legen irgendwie immer noch Eier ohne Grund. Dann warten wir jetzt ab. Oh, zweimal gecrackt. Jetzt cracken die langsam. Die cracken alle gerade. Der hier ist schon zweimal gecrackt. Wenn er nochmal crackt, dann haben wir es. Aber das. Okay, wir müssen die hoch. Warte, was machen wir mit den Großen? Oh ne, die Kleinen sind schneller, wir trennen die jetzt voneinander. Okay, scheiß auf, wir pumpen die voll. Wir müssen die jetzt voll pumpen. Okay, Erste, komm mal ran, bitte. Okay, jetzt wird voll ge... Digga, ich wollte die gerade voll pumpen. Mann, so eine Scheiße. Ja, guck mal, er hat aber hier direkt am Spawn. Er hat die schon seit Anfang an. Oder ist das hier der Spawn? Nee, das ist nur der Dschungel. Freunde, wir machen noch einen letzten Abschluss-Try, okay? Wir machen noch einen allerletzten Try. Und mal gucken, vielleicht schaffen wir es ja nochmal. Okay, Freunde, letzter Try, Abfahrt. Yolo. Wir suchen mehr. Was erkläre ich eigentlich noch? Wir laufen jetzt zum Meer und dann Abfahrt, komm. Dann wieder Schildkrötis, Seegras, Eisen. Bup, bup, zack, zack. Abfahrt. Okay, Jungs, kurzes Status-Update. Es sieht echt scheiße aus. 12 Minuten laufen wir hier schon durch die Gegend und finden keinen mehr. Wir sind in so einer endlosen Tiger oder so. Keine Ahnung, es sieht nicht so gut aus gerade. Aber wir gucken mal, vielleicht finden wir gleich noch einen Meer. Ey, 22 Minuten und ich finde keine Schildkröten. Kannst du keinem erzählen. Ja, der Run war's.
Das war's. Okay, das ist der erste halbwegs Strand, den wir gefunden haben. Und natürlich chillen hier keine Schildkröten. Ach, Digga. Wir sind fast schon 30 Minuten hier und haben noch keine einzige Schildkröte gesehen. So eine Kacke. Freunde, wir haben Schildkrötis. Finally, nach 28 Minuten. Nach 28 Minuten Schildkrötis. Kommt mal ran. Und die eine haut auch noch ganz frech ab da hinten, ne? So, dann bauen wir das hier jetzt noch richtig groß für die. Und dann sollte das eigentlich passen. Okay, er liegt jetzt auch. Und dann müsste es eigentlich reichen, glaube ich, von den Dingern her, von den Eiern. Okay, er liegt auch. Okay, okay, wild, wild, wild. Dann warten wir jetzt. Und wir holen. Nee, wir müssen Seegras holen. Wir müssen Seegras holen, BTF. Wir können nicht warten. Wir brauchen Seegras erstmal. Digga, ich war gerade am Seegras suchen. Jo, was? Achso, da sind ja auch schon große dabei. Na, Digga, ich dachte, warum sind hier so viele Schildkröten? Junge, auf so einer einsamen Insel schön ein paar Schildkröten gezogen, Junge. King. Einfach ein King. Ja, aber ist wild. Ja, aber egal. Ich bin zufrieden. Wir haben einmal die Challenge geschafft. Easy. Was soll ich sagen? Puh, ich bin zufrieden. Ich habe meine eigene Challenge gewonnen. Yeah. Nee, war wild. Es war eine wilde Challenge, Jungs. War geisterkrank. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne eine positive Bewertung da lassen. Auch gerne den Kanal abonnieren. Ihr könnt auch gerne auf Twitch vorbeischauen. Ich bin jeden Tag live. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Peace.